Zukunft für Autobauer. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger fordert, dass die Automobilbranche mehr auf Wasserstoff setze, auch um sich gegen die asiatische Konkurrenz durchzusetzen. Nach Jahren des Booms stehen in der Automobilbranche jetzt Stellen auf der Kippe. Deshalb will Aiwanger Beschäftigte in anderen Branchen unterbringen, die Fachkräfte brauchen, wie zum Beispiel dem Handwerk. Das sagte der Wirtschaftsminister am Vormittag im Rahmen der Vorstellung des Industrieberichts 2019. Die bayerische Autoindustrie hat momentan 208.000 Beschäftigte und einen Jahresumsatz von 106 Milliarden Euro. Keine Mieterhöhung. Das katholische Siedlungswerk München verzichtet für die kommenden 3 Jahre auf Mieterhöhungen. Der Beschluss gilt für etwa 3.000 Wohnungen im Großraum München, die dem Siedlungswerk gehören. Das kirchliche Wohnungsunternehmen stelle sich damit gegen den Trend rasant steigender Mieten in der Landeshauptstadt und ihrer Umgebung, heißt es in einer Mitteilung. Der zeitweise Verzicht auf Mieterhöhungen ergänze einen Beschluss vom vergangenen Jahr, nachdem die Mieten in Wohnungen des Siedlungswerks künftig generell um maximal 10% innerhalb von 5 Jahren erhöht werden dürfen. Bilanz. Kommunalreferentin Christina Frank ist seit einem Jahr im Amt. Am 1. August 2018 hatte sie die neue Stelle angetreten. Seit ihrem Amtsantritt hat sie zum Beispiel neue Radlstände am Rathaus durchgesetzt. Wir haben noch ganz viel anderes in petto. Da geht es natürlich auch um die Frage der Flächennutzung in München. München wächst und wächst. Immer mehr Menschen möchten nach München und deswegen müssen wir Flächen einfach intelligent nutzen. Christina Frank ist die Kandidatin der CSU für das Oberbürgermeisteramt. Gewählt wird im März 2020.